Was hast du mit dem Kissen vor? Also ich habe versucht, das Kissen unter Junkies Kopf zu legen. Ich glaube, das könnte ihr helfen, besser zu atmen. Also, wenn sie es gemütlich hat, oder nicht? Ja, du hast recht. Warte, lass mich dir helfen. Einen Moment. Und schon wieder mischst du dich ein, Peter. Na warte, das wirst du mir büßen. Sobald wir verheiratet sind, wirst du dein blaues Wunder erleben. Du solltest dich besser vorbereiten, Peter, denn ich kenne viele Tricks, um dir Schmerzen zuzufügen. Tante Yankee, wach auf. Ich bitte dich. Weißt du denn nicht, wie sehr du uns allen fehlst? Das Haus ist so still ohne dich. Und niemand unterbricht uns mehr beim Reden. Oh, bitte, Yankee. Wach auf, bitte. Bitte, Junkie. Bitte wach auf. Du weißt ja gar nicht, wie viel du Peter bedeutest. Dich in diesem Zustand zu sehen, macht Peter sehr traurig. Also bitte, bitte wach auf. Peter. Früher oder später wacht Junkie wieder auf. Aber weißt du, ich mache mir Vorwürfe. Ein Teil von mir fühlt sich für das, was ihr damals zugestoßen ist, verantwortlich. Irgendwie fühle ich mich mit Junkie verbunden. Darf ich dich um etwas bitten? Darf ich heute hierbleiben? Ich würde nämlich sehr gerne hierbleiben, um mich um sie zu kümmern. Wenn du mir das erlaubst, dann bin ich dir auch für ewig dankbar. Das ist auch wirklich lieb von dir, Prithvi, und für mich geht das auch in Ordnung. Trotzdem möchte ich noch Mutter dazu fragen. Selbstverständlich. Oh, ich habe hier dein Wasser. Leider hatten wir vergessen, unsere Wasservorräte aufzufüllen. Deswegen mussten wir zuerst noch Wasser besorgen. Es ist Mineralwasser. Keine Sorge, das macht nichts. Prithvi? Wollen wir? Ja. Nach dir. Sag, Raki, was hältst du davon? Ich mag es sehr. Das Design gefällt mir zwar, aber lass uns noch ein paar andere ansehen. Ich habe bereits mit Shrishti gesprochen. Hallo, ich hoffe, Mrs. Sutra. Wie? Du bist schon da, Shrishti? Ja. Wunderbar. Hör mal, ich möchte, dass du zuerst alles mit Karina klärst. Danach würde ich gerne mit dir auf meinem Zimmer etwas persönlich besprechen. Okay, alles klar. Karina, ich habe hier... Karina, Lutra wartet auf niemanden so lange, verstanden? Warum kommen Sie erst jetzt? Oh, nun ja, ich stand im Stau. Wirklich? Oder versuchen Sie, sich nur wieder rauszureden? Ist ja auch egal. Legen Sie Ihre Vorschläge auf den Tisch. Ich suche mir danach eins davon aus. Das war also alles. Ich sollte also lediglich das Album bringen? Gut, macht nichts. Bis später. Sagen Sie, stört es Sie etwa, dass Sie mir das Album bringen mussten? Was genau ist das Problem? Dass ich Sie dazu gebracht habe, ein Album zu bringen? Oder aber, dass Sie für mich Sachen erledigen müssen? Und außerdem, was hatten Sie denn so Wichtiges zu erledigen, bevor ich anrief? Hm? Ich habe kein Problem damit, Ihnen ein Album zu bringen. Ich hatte ohnehin einiges zu tun. Andererseits hatten Sie nichts zu tun und haben nur auf mich gewartet. Wie dem auch sei, machen Sie es gut. Nicht so schnell. Bringen Sie mir ein Glas Wasser aus der Küche. Was? Ist
ist ja gut, ich gehe ja schon. Ich kann mich noch erinnern. An alles. Ich werde dich und deine Schwester dafür büßen lassen. Ich werde euch beide so sehr demütigen, dass ihr Angst habt, euer Gesicht in der Öffentlichkeit zu zeigen. Shristi, ich werde dich wie eine Bedienstete behandeln. Und dass ich dich so behandle, wird Prita kein bisschen gefallen. Euer beider Schmerz wird mir große Freude bereiten. Also passt besser auf. Sala, ich habe vorhin Prita um etwas gebeten, aber sie sagte mir, dass es besser wäre, wenn ich dich frage. Um was geht es denn? Wenn es dir nichts ausmacht, würde ich gerne heute Abend hier übernachten. Weißt du, ich mache mir Sorgen um Junkie. Sie ist so zu sehen, ist schmerzhaft. Und deswegen möchte ich hierbleiben. Und ihr helfen. Ich möchte euch helfen, Junkie wieder gesund zu pflegen. Ich hoffe, du erlaubst es mir. Bitte. Deswegen brauchst du mich nicht, um Erlaubnis zu fragen. Junkie würde sich sicherlich freuen, wenn du ihr zur Seite stehst. Ich verstehe nur nicht, warum Prita meine Erlaubnis dazu haben wollte. Schließlich bist du bei uns stets willkommen, Prithvi. Vergiss das nicht. Ich gehe und mach auf... Nein, bleib sitzen. Risha, was für eine Überraschung. Herzlich danke, willkommen. Danke, wie geht's dir? Mir geht's gut, danke. Was freut steht ihr mich da so rum? Na los, kommt rein und setzt euch. Wie geht's dir? Mir geht es sehr gut. Und dir? Auch. Die beiden wollten doch shoppen gehen. Also was machen sie hier? Hallo. Hi. Hi. Eine gute Freundin von mir ist Ärztin. Sie hat mir Medizin für Junkie verschrieben. Ich will euch helfen, deswegen habe ich sie sofort hergebracht. Hier für euch. Vielen Dank. Meine Freundin hat als Ärztin schon viele solche Fälle gehabt. Deswegen weiß sie, dass diese Medizin Junkie schnell wieder auf die Beine bringt. Ist Junkie nicht im Koma? Ja, genau. Oh mein Gott, ich habe das total vergessen. Wie soll sie es dann einnehmen? Mach dir deswegen keine Sorgen. Ich bin Ärztin und habe ein paar Tricks auf Lager. Oder hast du das auch vergessen? Oh, stimmt. Du hast recht. Ich weiß nicht wieso, aber ich vergesse es immer. Weißt du, ich bin froh, dass du dir solche Sorgen um Junkie machst. Und nicht nur um sie, sondern um uns alle. Kein Thema. Ihr seid Familie. Prita hat ja so recht damit. Oh, ihr steht ja immer noch da rum. Setzt euch doch endlich. Du auch, Prita. Setz dich hier. Danke. Er ähnelt seinem Bruder überhaupt nicht. Oh nein, jetzt fängt er an, von Karan zu erzählen. Und was meinst du damit? Er hat das nicht böse gemeint. Prithvi, nun, er... Nun, was ich damit meinte, war, dass du dich um sie wirklich gut sorgst. Du kommst den ganzen Weg hierher nur wegen Medizin. Du möchtest, dass es ihnen an nichts fehlt, stimmt's? Ich wünschte nur, dass ein Bruder genauso wäre. Wieso? Was hat er angestellt? Sag du's ihm, Sala, bitte. Was denn? Also gut, ich werd's dir sagen. Karan hat Prita und ihre Familie angelogen. Er hat ihnen gesagt, dass ich eine Affäre mit einer anderen Frau habe. Er sagte auch, er hätte Beweise, dass er mich im Hotel gesehen hat. Weißt du, was dann passiert ist? Die Wahrheit wurde aufgedeckt. Und es kam raus, dass Karan gelogen hatte. Er hat dadurch einen Keil zwischen Sala und mich getrieben. Und das, obwohl ich nichts getan habe. Das hat er getan? Ja, in der Tat. Rishab, ich glaube, dass dein Bruder nicht will, dass ich Prita heirate. Ich verstehe nicht, warum Prita eingewilligt hat, Prithvi zu heiraten. Ich auch nicht. Es gibt viele gute Männer um sie herum. Keiner von ihnen hätte es abgelehnt, sie zu heiraten. Das tut mir leid.
Das hätte nicht passieren dürfen. Ich werde Karan darauf ansprechen. Das alles tut mir wirklich leid. Oh je, hätte Prithvi doch nur nichts gesagt. Rishab wird Karan deswegen wahrscheinlich tadeln. Ich weiß nicht wieso, aber ich habe das Gefühl, dass die Lutrat-Familie gegen mich ist. Es fühlt sich an, als wenn man versucht, meine Vergangenheit aufzudecken. Obwohl ich eine reine Weste habe. Karina, Ma'am? Ja? Bitte. Oh, das ging ja schnell. Stellen Sie es hin. Ah. Srishti, beeil dich, wir haben noch viel zu tun. Was für Arbeit. Sag mir nicht, dass Raki sie schon wieder sehen will. Doch, ja. Wissen Sie was? Genau das ist Ihr Problem. Sie haben so viele Aufgaben, dass Sie sich auf keine einzige richtig konzentrieren können. Na los, gehen Sie. Wir sehen uns später. Shorty, hör endlich auf zu tanzen und geh mir aus dem Weg! Oh, meine Schuld, wollte dich nicht festhalten. Geh jetzt! Was soll das? Warum starrst du mich so an? Das wollte ich ja, Bohnenstange. Aber du standest mir im Weg und hast mich dann auch noch festgehalten. Ich hab dich festgehalten? Ja, hast du. Also tut mir leid, Shorty, aber du solltest dringend mal zum Psychiater und deinen Kopf durchchecken lassen. Ich soll dich berührt haben? Du bist doch der, der in mich reingelaufen ist. Und du bist der, der ständig will, dass ich dich anfasse. Denn jedes Mal, wenn wir uns treffen, haben wir irgendwie Körperkontakt. Und wieso? Sag schon! Du hast nicht mehr alle Tassen im Schrank. Man sollte dich einweisen. Naja, ich gehe jetzt. Ciao. Mann, wie schlagfertig von dir. Dir ist wohl nichts Besseres eingefallen. Also hast du mich kopiert. Und außerdem, weißt du noch, als du auf dem Markt sagtest, dass du mich für total dumm hältst? Tja, das beruht auf Gegenseitigkeit, denn du bist der Dümmste, den ich je kennengelernt habe. Moment! Du nennst mich dumm? Verstehe, so denkst du also von mir. Ja, genau das tue ich. Denn dummen Kerlen wie dir muss man zeigen, wo es lang geht. Ich bin dumm, ja? Genau. Ich bin nicht dumm. Ich hatte echt gute Noten in der Schule. Ach ja? Hm. Du bist echt ein Lügner. Und was auch immer du über mich sagst, ist gelogen. Du bist... Was? Hat es dir die Sprache verschlagen? Siehst du, ich hatte recht, du bist eben doch ein Dummerchen. Und wahrscheinlich hattest du noch nicht einmal gute Noten. Ich meine, du kriegst es ja noch nicht mal hin, mich zu beleidigen. Mann, lass es lieber. Ich meine, so fühlt es sich für mich an. Wisst ihr, wenn man wegen etwas beschuldigt wird, was man nicht getan hat, hinterfragt man alles. Wie dem auch sei, alles ist wieder in Ordnung und das Missverständnis wurde aufgeklärt. Also, lasst uns das alles einfach vergessen und von vorne anfangen. Sahla, Liebes. Junkie, sie hat sich bewegt, wirklich bewegt. Was? Sie hat sogar ihre Augen offen. Ja, lasst uns alle sehen. Komm, gehen wir. Los, los. Sieh nur, Sahla, ihre Hand. Sieh nur. Da, siehst du es auch? Seht nur, sie bewegt tatsächlich ihre Hand. Ich glaube, sie will sich mit ihrer Hand an die Stirn fassen. Sag, wie sieht dein Plan aus? Was meinst du? Dein Ernst? Weißt du wirklich nicht, wovon ich rede? Hattest du mir nicht versprochen, dass du dich darum kümmerst? Du hattest gesagt, dass nichts schiefgehen würde und du dich um all meine Probleme kümmern würdest. Weißt du noch? Hä? Du schwingst gerne große Reden, aber kriegst nichts hin. Sag, wieso lebt sie noch? Halt die Klappe! Du mach mich nicht noch wütender, als ich schon bin. Also halt einfach deinen Mund!
Was soll das? Lass mich los! Ich mache dich wütend. Du machst mich wütend, Prithvi. Wie lange brauchst du noch, um eine wehrlose Haushaltshilfe umzubringen? Hä? Sie ist bewusstlos. Sie kann weder sprechen noch vor dir flüchten. Sie ist komplett machtlos. So etwas dauert 5 Minuten. Hätte ich es erledigt, wäre sie schon längst tot. Du hast mir versprochen, dass du es zu Ende bringst. Sie tötest. Aber nicht einmal das kriegst du hin. Du bist ein Nichtsnutz. Hey! Halt den Mund! Sag, für wen hältst du dich eigentlich, Fräulein Hochmut? Und warum bringst du sie dann nicht um? Ha? Du kommandierst gern Menschen rum. Das ist alles, was du tust. Ich hatte dir damals gesagt, lass sie uns sofort umbringen. Aber nein, du wolltest nicht. Nein, bloß nicht jetzt, Prithvi. Du warst diejenige, die mich davon abgehalten hatte, weil du Angst hattest, erwischt zu werden. Du bist der Nichtsnutz und nicht ich, du. Ha? Wir hatten keine andere Wahl. Und das weißt du auch genauso gut wie ich. Was hast du bisher getan, seitdem wir uns entschieden haben, sie umzubringen? Vergiss nicht, Junkie ist nur wegen mir in diesem Zustand. Du hast es zwar versucht, aber sie wurde nicht ohnmächtig. Sie packte dich an deinem Kragen und bedrohte dich. Erst als ich zuschlug, wurde sie ohnmächtig. Seitdem ist sie in einem Koma. Hätte ich nicht eingegriffen, wären wir aufgeflogen. Verstehst du? Nein, Sherlyn. Und ich möchte es auch nicht verstehen. Schließlich. Glaubst du, dass ich unfähig bin? Und sag mir, Sherlyn, was hast du denn zu unserem Plan beigesteuert? Ha? Weißt du, ich mache die ganze Arbeit und du beschuldigst mich nur. Hat alles, was ich bis jetzt für dich getan habe, keinen Wert mehr? Ha? Na los, Sherlyn, gib mir eine Antwort. Ich steuere meinen Teil mit Rishab bei. Du weißt nicht, wie sehr ich ihn hasse. Und trotzdem heirate ich ihn. Und zwar nur für uns. Aber wenn du das nicht sehen kannst, Prithvi, dann kannst du gerne von mir aus zur Hölle fahren. Oh, ich kann es kaum abwarten, Mutter. Junkie bewegt sich und steht bald wieder auf ihren eigenen Beinen. Moment. Junkie, na los. Steh auf. Ich glaube, sie braucht noch etwas Zeit. Geh aus dem Weg. Was? Ich werde sie tadeln. Wieso? Wieso? Weil ich ihr schon die ganze Zeit sage, dass sie aufwachen soll. Aber sie will einfach nicht auf mich hören. Selbst du hast sie gebeten, aufzustehen, aber sie will einfach nicht hören. Weißt du was? Ich werde ihr eine verpassen. Mom, beruhige dich. Junkie braucht eben noch etwas länger Zeit. Ist doch nichts dabei. Halt du dich da raus, das geht dich nichts an. Junkie, na los, wach auf. Junkie, du bist Mom. So ein Faulpelz. Steh endlich auf. Hör endlich auf, Spielchen zu spielen. Ich weiß ganz genau, dass du mich hören kannst. Beweg dich. Na Mom. Los, Junkie. Sie will nicht hören. Sei nicht so grob. Junkie, wach endlich auf. Junkie! Beruhige dich erstmal. Mach dir keine Sorgen. Junkie wird schon wieder aufwachen. Sie braucht nur etwas mehr Zeit. Glaub mir, es wird alles wieder gut. Es muss ein Wunder sein. Aber Rishab ist stets bei uns. Kaum haben wir irgendwelche Schwierigkeiten, bist du für uns da. Nicht wahr? In der Tat, da hast du recht. Als Shrishti damals verhaftet wurde, hast du sie da rausgeholt. Oder als der Rubin verschwand, hast du dich auf die Suche danach gemacht und ihn gefunden und mich vor dem Gefängnis bewahrt. Und nun, obwohl Junkie schon seit Tagen in einem Koma ist, hat sie sich bewegt. Sie hat zwar ihre Augen noch nicht geöffnet, aber sie hat sich bewegt. Das ist ein gutes Zeichen. Junkie, Mutter, sie macht weder ihre Augen auf, noch bewegt sie sich. Ich glaube, wir sollten den Doktor anrufen. Ich mache mir wirklich Sorgen. Ma, du musst dir wirklich keine Sorgen mehr machen. Vergiss nicht, sie war so lange im Koma, dass die Regeneration eines Patienten 2x so lange dauert. Aber dass sie sich überhaupt bewegt hat, ist ein gutes Zeichen. Sie wird bald wieder aufwachen. Glaub mir, Mama. Ich werde kurz den Doktor anrufen und ihm Bescheid sagen. Bin gleich wieder da. Warte, du kannst mit meinem anrufen. Danke. Aber seine Nummer ist nicht auf deinem Handy gespeichert. Oh. Ich muss also doch mein eigenes verwenden. Mein Lieber, danke dir. Wie kannst du es wagen, so mit mir zu sprechen, hä? Absolut niemand hat das Recht, mit mir so zu sprechen, Sherlyn. Weder meine Mutter noch meine Freunde oder du. Hast du es kapiert? Absolut niemand, denn ich hasse es. Mm-hmm.
Weißt du, ich mag es auch nicht. Und ich mag es nicht, wenn jemand sagt, dass ich falsch liege. Nicht einmal, wenn du es bist.